Hallo, mein Name ist Verena Lenes und ich werde Sie durch den Kurs Digitale Barrierefreiheit begleiten. Der Kurs besteht aus 6 Lektionen mit insgesamt 11 Videos. In Lektion 1, Einführung in die digitale Barrierefreiheit, klären wir die allgemeinen Fragen zum Thema. Lektion 2 befasst sich mit der gesetzlichen Lage innerhalb von Österreich und der EU. In den Videos von Lektion 3 lernen wir, wie barrierefreies Web Publishing funktioniert. Die 4. Lektion befasst sich mit digitaler Barrierefreiheit in Projekten, also mit Projektmanagement. In der 5. Lektion gehen wir durch, wie man eine Website auf digitale Barrierefreiheit prüfen kann. Und abschließend mit Lektion 6 erlangen wir durch mehrere Interviews einen Einblick in den Alltag von Personen mit Beeinträchtigungen. Bevor es richtig mit dem Kurs losgehen kann, müssen wir zuerst folgende Frage klären. Was ist eigentlich digitale Barrierefreiheit? Bauliche Barrierefreiheit ist, glaube ich, den meisten Menschen bekannt und im Alltag schon begegnet. Wir kennen Rampen, die zum Beispiel für Menschen, die keine Treppen steigen können, Zugangsmöglichkeiten schaffen, und Braillebeschriftung und Durchsagen in Aufzügen, die visuelle Informationen auch ertastbar oder akustisch verfügbar machen. Manchen Personen ist möglicherweise auch schon das taktile Leitsystem am Boden aufgefallen, das Menschen mit Langstock im öffentlichen Raum bei der Orientierung hilft. Bauliche Barrierefreiheit macht Gebäude für alle zugänglich. Digitale Barrierefreiheit betrifft Webseiten, Applikationen und digitale Dokumente. Digitale Barrierefreiheit bedeutet, dass digitale Inhalte für alle benutzbar sind, egal wer zugreift oder mit welchen Hilfsmitteln oder Geräten zugegriffen wird. Inhalte sind wahrnehmbar, also nicht nur für einen Sinn verfügbar, sondern zum Beispiel hörbar und sichtbar. Sie sind bedienbar. Inhalte können nicht nur mit der Maus bedient werden, sondern auch mit Tastatur, Screenreader oder anderen Hilfsmitteln bedient werden. Inhalte sind verständlich, das heißt zum Beispiel Formulare sind verständlich beschriftet und Fehlermeldungen sind klar formuliert und Inhalte sind robust. Es werden technische Standards verwendet, damit möglichst viele Hilfsmittel kompatibel sind. Welche Hilfsmittel da häufig im Einsatz sind, wird in Lektion 6 anhand von Beispielen vorgestellt. Und warum benötigen wir digitale Barrierefreiheit? Ähnlich wie Gebäude sind auch digitale Inhalte nicht für alle gleich gut wahrnehmbar, bedienbar oder verständlich. Es gibt gesetzliche Vorgaben und Richtlinien. In Lektion 2 wird genauer darauf eingegangen, welche Gesetze relevant sind und welche Auswirkungen sie haben. Und wir wollen Menschen nicht diskriminieren. Viele Organisationen bekennen sich zur Antidiskriminierung und Inklusion und halten beispielsweise auch in ihren Satzungen oder den Leitlinien fest, dass Menschen aufgrund von ihrer Hautfarbe, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung und Behinderung nicht diskriminiert werden dürfen. Der wichtigste Punkt: Alle profitieren von digitaler Barrierefreiheit. Alle können erkranken oder einen Unfall haben und profitieren dann von Barrierefreiheit, auch wenn es vielleicht nur temporär ist. Aber auch unabhängig davon profitieren alle von Barrierefreiheit. Auch hier wieder ein Beispiel dafür aus der baulichen Barrierefreiheit. Nicht nur Menschen, die einen Rollstuhl verwenden, benutzen Aufzüge, Rampen oder abgesenkte Randsteine. Wenn man mit viel Gepäck unterwegs ist oder mit einem Kinderwagen, benötigt man genauso barrierefreie Einrichtungen. Und ähnlich ist es auch bei der digitalen Barrierefreiheit. Egal, ob man in einer lauten Umgebung ist oder in einer sehr leisen, wo man niemanden stören möchte, wenn man seine Kopfhörer vergessen hat oder die Batterien leer sind, helfen Untertitel. Wenn das Handy-Display einen Sprung hat, die Bildschirmbeleuchtung heruntergeregelt ist, weil der Akkustand schon etwas niedrig ist oder die Sonne aufs Handy scheint und alles spiegelt. Hohe Kontraste von Schrift und Hintergrund und gut lesbare Schrift sind in diesen Fällen hilfreich. Man hat nicht immer zwei Hände frei, um das Handy zu halten und zum Beispiel gleichzeitig mit zwei Fingern eine Zoom-Geste zu machen. Dann ist es praktisch, wenn es stattdessen Schaltflächen gibt, die man mit einer Hand bedienen kann. Viele werden schon mal versucht haben, gestresst, unter Zeitdruck, abgelenkt oder unterwegs ein Formular auszufüllen, zum Beispiel um eine Reservierung zu machen oder eine Fahrkarte zu kaufen. Und in solchen Situationen profitieren nicht nur Personen mit ADHS oder Konzentrationsschwierigkeiten von klaren Anweisungen, hilfreichen Fehlermeldungen und einfacher Navigation. Digitale Barrierefreiheit verbessert die Benutzbarkeit von digitalen Inhalten für alle Menschen.